Hallo, da sind wir wieder, Pepa und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur, Reckoning, und spielen hier die Szene von Naros. Ja, und sind jetzt in... Worum geht es? Ja, bei diesem Schrein der Erde in den Höhlen, wo sich der Schrein der Erde befindet. Wir folgen hier einem Licht. Ich will es nicht Irrlicht nennen, weil es wäre natürlich... Hoffentlich führt es uns nicht in die Irre. Ein Jahr bekanntlich in die Irre. Und das soll uns ja richtig leiten. Uns ist nach dem Rendern einiges aufgefallen. Sollen wir mal kurz nachholen? Zum Beispiel wollten wir uns mal angucken, was für ein Fluch der Pepe da eigentlich erhalten hat. Ein unwillkommener Fluch, aber... Mein fluktuierendes Schicksal. Ach so, wenn du getroffen wirst, hast du eine... Prozentchance, dein Schicksal zu verlieren. Ah, na, ist doch schon mal ganz gut zu wissen. Mhm, gut. Das war die eine Sache. Dann haben wir ein Geschenk bekommen, und zwar Titan-Manschette oder so ähnlich heißt das. Und die Wissensteine kannst du auch. Ja, können wir ja erstmal Inventar, das... Das waren Handschuhe, glaube ich. Nein. Nein, das waren nicht Handschuhe, was war das denn? Manschette klingt nach Handschuhen, sind aber Chakrams. Oh, vergleichen wir die doch mal. Man sieht gar nicht mal so übel aus auf den ersten Blick. Ja, ich meine, sie haben mehr Körperschaden, mehr Eisschaden. Mhm. Na ja. Aber dann Betäubungsdauer haben sie auch. Deutlich nach. Und vor allen Dingen gegen Kolosse. Ja, die eignen sich im Grunde für das Spiel, also für dieses DLC hauptsächlich, weil ich glaube nicht, dass wir noch Kolossai treffen werden, wenn wir zurückgehen ins Hauptspiel. Das wissen wir natürlich, dass alle keine mehr treffen werden. Genau. Also insofern ist es trotzdem ein nettes Geschenk, vielen Dank. Ja. Und dann wollten wir uns mal die Wissenssteine anschauen und die beiden letzten... Erstmal gucken wir, was wir sind voll, ist vollständig hier. Wo sind wir? Nein, das nicht. Szene von Naros. Das kennen wir schon. Das hier. Nyxaros. Da haben wir... Aha. Plus 4% Statuseffektdauer in den Zähnen. Kann man... Also das bringt uns auch nur was hier in diesem DLC. Die beiden letzten Überlieferungen, also diese... Eigens End und Grave Hall, ja. Die beiden letzten Überlieferungen wollten wir uns da mal anhören, weil die konnte man schlecht hören. Nyxaros, ja. Ja. Die beiden. So, das ist also Anokates, der das schreibt hier. Was immer das Volk ist, von dem er spricht. Ein Teil des Volkes mag er ja nicht besonders, ne? Das ist ja für ihn irgendwie mehr oder weniger. Nur seine Anhänger sind sein Volk, offensichtlich. Um meinen Meister kümmere. Welcher Meister ist das? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Ja. Und fragen uns noch immer. Mhm. Wie vermessen dieser Typ doch ist, ne? Ja. Wie schlimm. Ein echter Psychopath. Ja. Gut. Gut, das wissen wir jetzt. Also, denn es war wirklich schwer zu verstehen. Und da uns hier unsere Freundin immer dazwischen gekommen ist beim letzten... konnten wir es auch kaum lesen, weil sie jetzt einfach uns immer in unsere Aufmerksamkeit irgendwie gestört. So, ein na gut. Spinnenzack mit einer Weißflocke. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Hm. Ja, das Problem ist, das Chiffre ist kaputt, oder die Chiffre ist kaputt. Und wir brauchen die eigentlich, um Anokates aufzuhalten. Zumindest vermuten wir, dass wir die brauchen werden. Dass wir sie irgendwie wieder zusammensetzen müssen. Dass wir die irgendwie wieder so reparieren müssen. Keine Ahnung, man wird sehen. Mhm. Wer? Naja, jetzt haben wir hier, hier einen altbekannten Feind. Ich werde mich nicht zurückhalten. So ein Kuder. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, der arme Kerl. Er sitzt da und schläft. Er hat erstmal geschlafen wahrscheinlich. Unsere letzte Aufgabe wartet. Naja. Dekandra, du musst uns nicht erinnern. Hatte der Kodok was dabei? Ja. Ja, ein bisschen. Viele Goldmünzen hat er dabei. Mhm. Er hat wohl jemanden überfallen und hat ihn beraubt. Die Würmchen, zeig uns den Weg.
Ja, nennen wir es Glühwürmchen. Ich nenne es Glühwürmchen. Oh nee, ja. Schon wieder. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja. Gut. Ja, da war doch noch so eine Leonasche aufgetaucht. Ja? Die musste weg. Wann ist die aufgetaucht? Ach so, als wir jetzt... Gerade eben, ja. Aha. Bevor wir angefangen haben, ja? Oder wie? Ja, oder war hier, eine? Als wir diese... Den Kudok gestellt haben? Ja. Die Antwort liegt irgendwo in diesem Schrein verborgen. Ich wollte dich nicht anquatschen. Wir müssen in diesen Höhlen nach... Ja, danke, das wissen wir schon. Das war jetzt nur ein Versehen. Wir wollten dich gar nicht ansprechen. Sagte Pepe. Ich wollte eigentlich nur den Zunderzweig mitnehmen, damit wir die endlich abliefern können. Worum geht es? Naja. Ach, da ist er wieder. Nee, nicht schon wieder. Ihr seid sowas von lästig. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Na gut. Wollen wir es hoffen, dass der Genüge getan wird, der Gerechtigkeit? Die hat ja einiges dabei, die Leonasche. Ein gleißender Langbogen und die Roben der Verwesung. Wer zieht denn sowas an? Naja. Klingt nicht so richtig gut, oder? Glühwürmchen, wo bist du? Irgendwo da hinten. Hier ist ja sowas von zappenduster. Hä? Ja. Hasch mich, fang mich. Wo sind wir? Da sind wir. Hä? Ja. Guckst in die falsche Richtung. Da hinten sind noch Giftspucker. Da haben wir wieder einen Haufen liegen lassen. Ist doch egal. Natürlich, du kannst ja noch irgendwann. Wir werden noch total verarmen. Worum geht es? Riesenspinnen. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Genau. Hurra. Noch mehr hier? Nein. Eine edle Geistgewebekotte. Naja. Als Ausgangsmaterial vielleicht. Aufgabe fleißig war. Sammelt unser Pepe. Ja. Obwohl er eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr Sag mal, Glühwürmchen, weißt du, wo du hin willst? Nein, das Glühwürmchen steht jetzt hier und hat auch gar kein da ist kein Zeichen mehr über seinem, oder was siehst du da jetzt noch so ein Pfeil, so ein Questpfeil? Wir zeigen, wo hier was ist. Hier haben wir jetzt einen Questmarker, dem wir wahrscheinlich folgen müssen. Also der, ne? Aber Pepe ist damit beschäftigt. Erst muss ich mal hier hin und den Spinnernsack plündern. Ja. So. Und jetzt kümmern wir uns um die restlichen Kleinigkeiten. Ja, alles andere ist auch nicht so wichtig eigentlich. Genau. Zwischen kann ja... die warten schon. So, das Glühwürmchen geht nicht weiter. Geht das durch den Questmarker. Ja, da ist aber... Da müssen wir uns alleine irgendwie irgendwo... Gott, das haben wir bisher auch immer geschafft. Vielleicht schaffen wir es diesmal auch. Könnte sein. Ist das eine Tür hier vielleicht. Oder was ist das? Ach, guck mal. Ja? Das haben sie aber hübsch gemacht. Schrein oder? Der Erde. Entsiegeln Schrein der Erde. Erhöhung. Irgendetwas fühlt sich sonderbar an, Berufener. Als ihr den Schrein der Erde verwendet habt, meine Glieder waren noch nie so voller Kraft. Ihr seht vollständiger aus. Und ich kann spüren, wie die Magie dieses Land bereits durchdringt. Wir müssen nah dran sein. Der Hyperion erwartet uns. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal zum Schrein der Luft. Jetzt müssen wir erstmal zum Schrein der Luft. Ich überspringe das. Nun denn. Erzählt er doch immer das Gleiche. Wer weiß. Pepe wird mutig. Unsere letzte Aufgabe wartet. Ach, wird dich jetzt wieder raus? Wird dir jetzt wieder helfen, den Weg nach draußen zu finden?
ist aber nett. Netter Begleiter. Hm? So, bis dahin sind wir uns noch einig. Mal sehen. Ich fand die Idee aber nicht schlecht. Wirklich, das troll ich irgendwie. Ja. Ich meine, ich mag Glühwürm, aber man sieht die viel zu selten eigentlich bei uns. Aber ja, bei uns sind sie doch sehr selten, ja. Zielsicher führt es uns in den nächsten Feind. Die will noch einen Nachschlag und der auch. Na gut. Können sie kriegen, wenn sie drauf bestehen. Hallo Glühwürmchen. Aber hier ist noch irgendwas, wahrscheinlich so eine Spinnen. Unsere letzte Aufgabe wartet. Ja. Ist gut. So viel Zeit muss sein. Du weißt doch, dass er immer Plunder sammelt, unser Freund. Stimmt's? Genau. Man nicht nur Plunder, aber. Ich meine, in letzter Zeit lasse ich auch schon viel liegen. Weia. Es fehlt irgendwie die richtige Motivation. Na, wenn du nicht mehr spielen willst, dann ist klar. Weil du deine. Also. Deine Ausrüstung also zusammen hast und die dir auch so ganz gut gefällt. Und die ist ja auch gut. Ja, die schützt eigentlich ganz gut. Na gut, eine Waffe, vielleicht eine andere Waffe könntest du vielleicht noch brauchen. Ich meine, die Shakabs sind ja gut, aber. Einen anderen Dolch könnte ich. Ja, ich könnte natürlich mehr in die Rüstung packen, was uns im Kampf hilft. Hilft, ja. Aber das geht dann wieder auf Kosten der Rüstung. Gut, das wird lustiger für die Zuschauer, wenn ich öfter mal eins auf den Deckel kriege. Ich werde mich nicht zurückhalten. Schon wieder sind sie da, diese Hunde des Sandkurs. Des Sandkurs? Der Stummchors natürlich. Das heißt vermutlich Stummenchor. Ja. Worum geht es? Ein Prismärkürers. Ja, Macht. Dabei hätte er so schöne Werte. Hat er? Hätte er? Hätte. Hat er ja auch. Aha. 100 Leben, oder was ist das? Ja. Komisch. Das ist ein Gnadenlos. Lass uns raten. Oh, der Körperschaden wird sein. Oh nee, Volltreffer-Schaden. 25% und Durchbohrungsschaden, also eigentlich alles. Ist natürlich Volltrefferchance, ist natürlich immer besser. Ja. Aber. Klar. Wenn die nicht gut ist, dann kommst du gar nicht erst zum Schaden. Dann nützt du dein ganzes Plus nichts. Ja. Wenn der Schaden erhöht ist, aber man hat keine Chance, dann bringt das nicht viel. Danke. Danke, das war richtig gut, ja. Gut geführt. So. Dann müssen wir jetzt zum Schrein der Luft. Hier ist noch eine Truhe, die will unbedingt mitgenommen werden. Ach so. Verschlossen. Oh, ein Kapuze davor, sich kann man uns mal angucken. Ja, der Bogen. So, oh. Die Kapuze davor, Vorsicht. Volltrefferschaden hat der deine auch, das ist gut. Plus eins auf Raffinesse. Okay, ich steck's mal ein, kann ich irgendwann mal. Ja, du kannst sie aber im Grunde nur. Vorm Abladen. Ich war übrigens zwischendurch abladen. Mhm. Ah, ja. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen zum Schrein der Luft. Das ist mir klar, aber wo ist der? Da oben. Da oben im Norden. Im Norden. Ja, hier ist er. Genau. Da können wir nicht hinspringen, weil wir ihn noch gar nicht kennen. Den kennen wir noch gar nicht. Berenikes Lager ist okay. Dann gehen wir zu Berenikes Lager. So eine Schlamperei. Hallo, die wissen noch gar nicht, was passiert, aber das wollen wir ihnen auch gar nicht erzählen. Nee. Da ist er ja schon. Bevor du reingehst, kannst du ja mal wieder speichern.
war es noch nicht geschehen? Ja, ja. Ganz schön schnell. Die ist immer schnell, Sekandra. Irgendetwas fühlt sich sonderbar an, Berufene. Als ihr den Schrein der Erde verwendet habt, meine Glieder waren noch nie so voller Kraft. Sagtest du bereits. Sie sehen vollständiger aus. Und ich kann spüren, wie die Magie dieses Land bereits durchdringt. Ja, wir müssen alles nah dran gesagt. Sein. Das der sagt sie doch schon alles. Ja, genau. Da wusste der Schrein der Luft, wir stehen davor. Also ich würde sagen, wir sind vorsichtig. Davor. Aber du weißt ja, wie es geht. Wir müssen da mit diesem... Ich muss erst mal mit diesem Schrein sprechen. Die Zeit ist gekommen. Gut. Gut. Hast jetzt eine Tür aufgemacht? Ja. Ich habe gar nichts gehört, hat aber hier doch, ich ist hab's gehört. Offen. Ja. Ach so, ja, ich kann hier nicht speichern. Und erneut öffnet sich der Weg. Wenn ich mir vorstelle, dass die Antwort auf den Hyperion die ganze Zeit über vor uns lag. Es scheint mehr als nur Zufall zu sein, dass uns unser Weg zu Anokathos zwingt, dieses Rätsel zu lösen. Na gut. Was machen wir jetzt? Also? Ja, ist gut. Wir ersparen uns diese Frage. So, jetzt kann ich speichern. Vor allen Dingen ihr ersparen wir die Frage. Bringen wir es zu Ende. Ja. Also wir haben... Einmal rechts und einmal links. Können wir mal gucken, ob da irgendwo ein Dead End ist. Ich guck mal auf die Karte. So. Ja, da unten. Einmal und rechts. Beide Male unten, rechts und links. Könnte das... Links. Also gehe ich erstmal hier in den Zapfen und dann gehe ich rechts rundum. Genau. Scheint überall. Ist ja wohl wieder ein... Rundgang, ja, aber der hier Rundgang. Zieht's, mach doch wir haben die zwei Tür Ziele zu. Hier. Wenn du guckst. Ich weiß ja nicht, was da steht bei den Questmarkern. Ah ja. Hä? Wir haben zwei Kreise. Ja. Ja, sagte ich doch. Ja, und? Was steht da? Gamaschen der Gerechtigkeit, Raffinesse. Gut. Aber sind ziemlich niedrige vom Level her. So, okay, Karte gucken. Du wolltest wissen, was da steht. Habe ich doch vorhin gerade geguckt. Ja, die macht die Macht des Schreins der Luft nutzen. Steht bei beiden. Beide Male. Ja, das habe ich doch gerade geguckt. Du guckst ja gar nicht zu. Schäm dich. Nein, ich habe auf diese Dinger geguckt, auf diese anderen Dead Ends. Ich gebe es jetzt zu. Ah, so hätte ich ja nicht. Guck mal, hier ist ja sogar Luft. Naja, ist ja auch Schein der Luft. Ja. So, da geht's einmal links rum und einmal darum. Ich gehe jetzt erstmal darum. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ach, zu unseren Elfchen. Das sind die Urelfen. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Genau. Bringen wir es zu Ende. Wir sind dabei, es zu Ende zu bringen. So. Es dauert halt nur seine Zeit. Hm. Die haben alle Geld dabei. Ja. Weiß zwar nicht, wozu, was sie mit dem Geld machen, aber... Tja. Wir freuen uns. Nicht da ist das Häufchen. Na, gucken wir uns doch mal die gnadenlosen Dolche. Die Häufchen hinterlassen. Aha. Oh ja. Die sind ja sowas das von ist wohl gnadenlos. Immer da bist gnadenlos, gleich mausetot. So, nach Norden müssen wir. Da lang. Da geht's lang. Ich genieße sie immer läuft? Wieder. Worum geht es? Hühnchen. Naja, ausgewachsene Hühner. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Der war ja noch völlig unbeschädigt. Mhm. Ein ursprüngliches Langschwert. Mit ursprünglichen Schaden. Was hat der? Geld. Wow, über 1000.
stellen Sie mir gerade vor, wie Sie einkaufen gehen und dort anstehen in der Schlange. Ein Hühnchen, ja. Ein Crudog, ein was weiß ich hier. Ein Croissant. Ja. Oh. Ich werde mich nicht zurückhalten. Kommen die jetzt einzeln hier? Nee, also ja, Max sieht so aus, ja. Der Gerechtigkeit und Genüge getan. Ich will doch den Felshaufen. Ach, Heini ist weg. Oh ja. Darf sich ein bisschen ausruhen. Hier hinten ist unser Ziel. Mhm. Nö. Ich dachte hier. Nee, was ist das? Ach so. Hä? Ist irgendein Haufen oder irgend sowas. Ja, vermutlich, aber. Vielleicht ist es aber auch oben. Ist ja merkwürdig. Du musst ja sowieso nach oben. Ach, vielleicht ist es oben. Egal. Na, du musst ja da, guck. Du musst doch da hoch. Ich muss hier rum. Also willst du wahrscheinlich oben sein. Ich höre euch zu. Wir haben aber jetzt noch nichts gesagt. Ach, guck mal. Ich tue, was getan werden muss. Na gut. Dann tu, was du tun musst. Mhm. Wir gehen uns mal um. Bringen wir es zu Ende. Ja, machen wir. Siehst du, es war oben. Handschuhe des Elixiers, ja. Mhm. War zu vermuten, wenn es unten nicht ist. Na. Aber wir finden in letzter Zeit viele makellose Sachen. Da lohnt es sich wohl. Doch nochmal zu gucken, ne? Mhm. Nochmal zu gucken. Ja. Aber das war hier wohl schon alles, hä? Ja. Mehr war hier nicht. Oh, guck mal, du hast das liegen lassen. Da habe ich doch wirklich was liegen lassen. Elfenchampion mit Geld. Dicker Hund, hä? Karte gucken. Ja, hier rüber. Sekandra, dachte ich, wäre besser zu Fuß. Oh, da kommt sie ja schon. Aber wenn ich sprinte, dann kann ich ihr tatsächlich davonlaufen. Hätte ich ja nicht gedacht. Naja, wenigstens vorübergehend. So, ist jetzt Ruhe. Nö, da vorne sind noch mehr. Na gut. Wenn ihr meint, ihr braucht das. Wow, was war das denn? Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Das war noch zu früh jetzt. Der war noch gar nicht wieder bereit. Ja. Aber ich musste nicht mehr lang warten. Der war schon fast die Pflanzen sehen wirklich interessant aus. So, dann gehst du erstmal in den Süden jetzt runter. Jetzt gehen wir erstmal nach Norden. Ja. Nach Norden? Gut. Ja, wenn wir hier fertig sind, gehen wir hier rum und dann hier wieder raus. Meinst du, ich erstmal... Ne? Ja, na gut, da hinten ist ein Silberrückentroll. Nee, lass mal. Nee, da machen wir erstmal den erst nach Südgang. Unten. Ja, wir machen erstmal den Süden. Hast du ja recht. Bringen wir es da zu Ende. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr zurück. Genau. Und hier wir können nämlich hier auch sehen, dass es dann zu Ende ist. Dann wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Ja. Recht hast du. Bloß 100 Leben. Ha, ha, ha. Makellose aufgeladen. Ja, sehr viel Makelloses. Ja, ich werde doch noch mal genau. In die Schmiede gehen müssen. Da kannst du noch ein paar Pünktchen da rausholen. Ja, nach Süden runter. Du bist ja schon unterwegs nach Süden. Ach, hier sind die Elfen zu Hause. Kommt her, meine Gutsten, kommt her. Alle schön nah. Genau, so haben wir es gern.
dann geht das alles ganz schnell in einem Aufwasch. Makelloser göttlicher Griff. Ja, ja, da werde ich doch tatsächlich nochmal an die Schmiede müssen. Da sind ein paar doch sehr vielversprechende Sachen dabei. Das Waisenland. Oh, 100 Mana. Halt vergleichen. 106. Ja. So. Och. Was denn? Ist ja schlapp. So, haben wir den Süden jetzt tutti completi? Scheint so, hm? Tja, der sonnige Süden ist meines Erachtens nach geräumt. Okay. Immer an der linken Wand entlang. Auf nach Norden. Das sind lustig, diese komischen Dinger, die durch die Gegend fliegen. Diese blauen, ne? Oh, nicht schon wieder meine Lieblinge. Die müssen wir immer töten. Finde ich nicht gut. Ich werde mich nicht zurückhalten. Nein, halte ich nicht. Schnappen. Kannst dich austoben, Sekandra. Aber dummerweise hat Pepe dir nicht viele Möglichkeiten. Austoben. Genau. Du hast keine Chance gehabt. Ich nehme an, um diesen Wirbel hier geht's. Ja. Hä? Ach. Ja, und jetzt? Ich musste durchlaufen. Das war alles. Und was passiert jetzt? Ach, sag mal, ein neues Ziel. Oh. Was steht jetzt denn da bei dem neuen Ziel? Die Macht des Schreins der Luft nutzen. Jupp. Ja, und wie komme ich da hin? Juppie, jupp. Da muss es irgendwas... Ich sehe hier keinen Weg. Ich auch nicht. Vielleicht musst du wieder raus? Oder es gibt ja... Wie kann ich euch helfen? Sagt uns auch nichts. Was machen wir jetzt? Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Dieser Ort ist anders als der Schrein der Erde. Er ist dünn und kalt. Aber ich erinnere mich an Arkes Worte. Um dir die Luft zunutze zu machen, musst du auf dem Wind schreiten. Und irgendwie wird dieser Schrein das möglich machen. Aha. Irgendwie. Bis hier geht's ja noch weiter. Achso, naja, egal. Da war nichts weiter, ne? Weil du mit dem Gespräch nicht ganz nach unten gegangen warst, aber da war bestimmt nichts weiter. Gut. Unsere letzte Aufgabe wartet. Ja, also hier sehe ich nichts weiter. Da können wir nur wieder alles ablaufen. Hä? Ja, oder musst du zurück. Da vorne geht es auch nicht weiter. Nee, kann man nur durchgucken. Aber da hat es doch irgendwo gezogen. Kannst du dich erinnern? Nein. Wo ich noch sagte, mach die Tür zu, es zieht. Ja, aber das habe ich trotzdem nicht drauf geachtet. Keine Ahnung. Mal sehen. Das war ist irgendwo was aufgegangen, was für... Ach, die... Ja, die sind nur lästig. Ich tue, was getan werden muss. Gut. Noch eine. Was ich bei diesem Spiel ein bisschen nervt, sind einmal die Sammelquests. Die müllen dich so voll im Grunde genommen eigentlich in deinem Questlog. Das sind Sachen, die du... ne? Und eigentlich kann man hier ganz schön viel Geld verdienen sowieso. Da braucht man nicht so viele Sammelquests. Und das andere ist, dass die meines Erachtens nach zu schnell respawnen. Also, ja. Ja, ja. Wir müssen es gibt bestimmte Stellen, da sind sie sofort wieder da. Ja. Man geht nur ein kurzes Stück und kommt zurück, dann sind sie schon wieder da. Ich meine, das Spiel, das zieht das Spiel natürlich auch ein bisschen in die Länge dann, klar.
weil du zwischendurch immer wieder kämpfen musst. Und das gilt ja auch für die Sammelaufträge, wenn du die alle brav machst. Naja, die hören wahrscheinlich, die hören auch nie auf, denke ich mal. Ja, das nervt mich auch öfter mal. Diese Endlos-Quests, die mag ich auch nicht. Das finde ich nicht so. So, naja, vielleicht. Hier zieht's doch ganz heftig. Dann gucken wir doch mal, kommen wir hier vielleicht raus. Nee, sieht nicht danach aus. Ja. Können ja mal hier hochgehen, aber nee. Vielleicht musst du ganz raus und dann gucken, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Es sei denn, es ist irgendwo noch ein Gang aufgegangen, den wir nicht gesehen haben. Kann natürlich sein. Ja. Also wir sind hier. Da kam doch von der Seite dieser heftige Wind rein, aber hier geht's nicht weiter. Ich dachte, hier müsste irgendwo irgendwas sein. Wie soll ich denn da hinkommen, verflixt und zugenäht? Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir müssen ja sowieso wir Schluss machen hier mal ja, stimmt. Einen Cut. Ich habe ganz fasziniert. Und dann kann ich aufs Screen ein bisschen geguckt, gucken. Geguckt, ja. Ja, genau, dass man okay. Stundenlang in der Gegend rumirren. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.